Wie entferne ich Wasser aus dem Mobilteil? Hallo liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues und wunderbares Video mit Ihnen zum Entfernen von Wasser aus dem Mobilteil, das Ihnen hoffentlich gefallen wird, aber bevor Sie es ansehen, abonnieren Sie zum Kanal, um alles Neue und Exklusive zu erhalten, und nun folgen wir der Erklärung. Manchmal gelangt versehentlich Wasser auf unsere Telefone. Es ist möglich, dass sich versehentlich etwas Wasser im Lautsprechergitter Ihres Telefons eingefangen hat und ein gedämpfter Ton erzeugt wird. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, denn in diesem Artikel verraten wir Ihnen die einfachen Tipps zum Entfernen von Wasser aus dem Telefonlautsprecher. Machen Sie sich bereit, die Tipps auszuprobieren. So entfernen Sie Wasser aus dem Mobilteil. Wenn Sie diese gedämpften Geräusche hören, können Sie befürchten, dass Sie einen beschädigten Lautsprecher im Inneren haben. Es ist jedoch nicht so gefährlich, wenn Sie schnell handeln. Moderne Telefone, auch solche ohne IP-Schutz, verfügen in der Regel über einen gewissen Schutz, um Wasserschäden für einen bestimmten Zeitraum zu verhindern. Wenn Sie also schnell handeln, müssen Sie möglicherweise kein Service Center aufsuchen, um den Lautsprecher Ihres Telefons austauschen zu lassen. Um das Wasser aus dem Telefonlautsprecher zu entfernen, müssen Sie entweder einen lauten Ton einschalten, um das Wasser herauszudrücken, oder das Telefon zum Trocknen bei Raumtemperatur lassen oder ein Reparaturzentrum aufsuchen. Probieren Sie diese Tipps und Tricks aus, um das Wasser aus dem Mobilteil zu reinigen. Erster überprüfen Sie Ihr Telefon auf die Speaker-Cleaner-Funktion. Einige Versionen von Android-Telefonen verfügen über eine Funktion zum Entfernen von Fremdkörpern aus dem Lautsprecher des Telefons, wenn es nicht gut klingt. Diese Funktion gibt einen hohen Ton auf der lautesten Stufe aus, um Wasser, Staub und andere Fremdkörper aus dem Lautsprecher Ihres Telefons zu entfernen. Bevor Sie also eine andere Lösung ausprobieren, überprüfen Sie bitte Ihr Telefon auf eine solche Funktion. Es kann als Speaker Cleaner, Clear Speaker oder wie auch immer Ihr OEM es unter Audio oder zusätzliche Einstellungen bezeichnet, erscheinen. Bei einigen MIUI-betriebenen Telefonen heißt die Funktion beispielsweise Clear Speaker. Sie können Einstellungen zusätzliche Einstellungen Lautsprecher löschen aufrufen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das Wasser aus dem Telefonlautsprecher zu reinigen. Zweiter, laden Sie eine App herunter, um Wasser aus dem Hörer und Kopfhörer zu bekommen. Wenn Ihr Telefon keine Lautsprecherreinigungsfunktion hat, können Sie dennoch einen hohen Ton abspielen, um das Wasser aus dem Lautsprecher Ihres Telefons zu entfernen. Das Abspielen von Songs aus Ihrer Bibliothek führt jedoch auf keinen Fall zu einem Player. Es gibt spezielle Geräusche, um das Wasser aus den Lautsprechern des Telefons zu reinigen, und das ist es, was Sie brauchen. Apropos, Sie müssen nicht nach diesen Audiodateien suchen, Sie können eine App verwenden, um Wasser aus Ihrem Telefonlautsprecher und Kopfhörer zu bekommen. Es gibt viele solche Apps im Play Store namens Speaker Cleaner und sie funktionieren wie ein Zauber. Wie die Funktion Speaker Cleaner auf Telefonen lösen diese Apps einen lauten Ton und eine Vibration aus, die Wasser aus dem Lautsprecher des Telefons ausstößt. So entfernen Sie mit einer App Wasser aus einem tragbaren Lautsprecher. Installieren und starten Sie die App Speaker Cleaner, Remove Water, Dust and Boost Sound aus dem Play Store. Trennen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder Ihre Ohrhörer, falls Sie welche verwenden. Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Telefons auf das Maximum. Stellen Sie in der App sicher, dass der Schalter aufgestellt ist. Sie können zur Ohrlautsprecher wechseln, um danach Wasser aus dem Ohrhörer zu bekommen. Drücken Sie nun die Taste Reinigung starten und legen Sie das Telefon mit dem Lautsprecher nach unten ab. Es kann bis zu einer Minute oder länger dauern, bis Sie den Vorgang abschließen. Wenn Sie fertig sind, versuchen Sie, einen Song abzuspielen, um zu sehen, ob der Lautsprecher Ihres Telefons jetzt gut klingt. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang zwei- oder dreimal. Sie können sogar den Tonmodus ändern. Dritter, lassen Sie das Wasser trocknen.
Ehrlich gesagt funktioniert das Strahlen des hohen Tons, um das Wasser aus dem Telefonlautsprecher zu entfernen, nur in einigen Fällen, vielleicht, wenn das Wasser nicht tief in den Lautsprecher eindringt. In den meisten Fällen funktioniert es, wenn Sie das Telefon an einem Ort zum vollständigen Trocknen lassen. Sie können das Telefon mehrere Stunden, normalerweise maximal 24 Stunden, bei Raumtemperatur trocknen lassen. Stellen Sie nur sicher, dass das Telefon mit dem betroffenen Lautsprecher nach unten zeigt. Alternativ können Sie Ihr Telefon für mindestens 24 Stunden in ungekochtem Reis vergraben. Dies ist effektiv, um das Wasser aus dem Handgerät abzulassen, da die Natur von Reis darin besteht, die gesamte Flüssigkeit Nässe um ihn herum aufzusaugen. Noch kein Glück? Reparieren Sie Ihr wassergeschädigtes Telefon. Wenn keiner unserer Tipps zum Entfernen von Wasser aus tragbaren Lautsprechern einen stumm geschalteten Lautsprecher wieder zum Leben erweckt, haben Sie möglicherweise eine Lösung gefunden, die Sie zu Hause ausprobieren können. Sie können Ihre wassergeschädigten Telefonlautsprecher möglicherweise retten, wenn Sie schnell handeln. Wenn es jedoch spät ist, bevor Sie diese DIY-Tricks zum Entfernen von Wasser aus einem Telefonlautsprecher finden, ist Ihre letzte Möglichkeit, ein Reparaturzentrum aufzusuchen. Darüber hinaus ist es ratsam, Ihr Telefon von einem Techniker überprüfen zu lassen, wenn es im Wasser lange dauert. Wen kennst du? Das Wasser kann andere empfindliche Teile des Telefons beschädigt haben. Bitte besuchen Sie das offizielle Service Center Ihrer Marke, um Ihren Kopfhörer zu trocknen. Wenn Sie ein Infinix, Techno oder Itel-Gerät verwenden, ist CarlCare die beste Wahl, um Probleme wie diese und mehr zu beheben. Als offizieller After-Sales-Dienstleister dieser Marken können Sie von uns nichts weniger erwarten als einen qualitativ hochwertigen, professionellen Reparaturservice. Und vor allem, wenn Ihr Telefonlautsprecher ausgetauscht werden muss. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es dir gefallen hat und würde mich über Kommentare unter dem Video freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.